So, zusammen, das immer wieder in Fallen. Jeta hieße, ne? Ist Geschichte. Liegen aber noch ein paar Mutter rum. Ist was? Moment, das sehe ich jetzt gerade. Kann man da ein Leuchtfeuer aufmachen oder was? Nein, ne? Das hätte man gleich machen können, ne? Das habe ich gar nicht gesehen. Ich bin da zurückgelaufen. Ja, aber okay. Aufgestiegen sind wir ja, ne? Musst immer aufpassen. Ja, ich muss mich erst mal drauf gewöhnen. Ich habe das jetzt per Zufall gesehen. Da ist das Ding da, ja. Weiß immer noch nicht, wie es heißt. Ich habe schon gelesen, aber ich habe es wieder vergessen. Halt, jetzt gehen wir erst mal nach unten, ne? Wir können ja auch noch oben, ja. Wir sehen jetzt nicht, wo wir... Achtung, Achtung. Oh je. Okay, es geht vor. Ach du Scheiße. Noch ein Boss, hä? Ha? Fackelträger? Oh je, wer ist denn das jetzt? Welcome, Dark Crusader. Welcome, Dark Crusader. Himmelsrastbrücke, ist das? Warte, was? Wird da nicht irgendjemand was von einer... War das nicht irgendwie der da, oder? Ich hab schon wieder vergessen. Himmelsrastbrücke, aha. Unleuchter ist happy. So, also, wo war denn der jetzt? Ist der jetzt einfach da erschienen, oder? Und ist wieder weg, oder? Das ist ja was Ähnliches. So ein Händler ist das Kenner, hundertprozentig. Ach so, ist eine Tür. Ja, wie immer, ne? Da. Da vorne steht er. Ich geh Helga gucken, mal da vorne, das ist er. Mach mal doof. Geht nicht. Was ist da? Sonst dich zur Ruhe bitten. Müde bist. Ja, gut. Steigen die vielleicht nachts noch auf? Ne, 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 ne. Geht keine Tür auf. Muss vielleicht locken, ja? Oder die Laterne verwenden. Nicht so aus, also komm, wir reden mal kurz mit dem. Ich nehme mal, dass der. Aha, was ist denn hier los? Hier Versammlung oder was? So. Überreste von Ethric. Okay. Hallo Ethric. Das ist Ethric. Sieht gar nicht so aus wie ein Ethric. Wer ist das? Kenn ich, ne? Endlichkeit mit der. Hör auf mit dem Ding rumzufuchteln und zieh statt das Ding über euch, gell? Rede mal erst mit dem, du. Paternoster. I had no doubt in my assessment of you. As one worthy of the monumental task which lies before us, Crusader. My name is Dunmire, and I am an exactor of the Dark Crusaders, the holy order of which you are now an honored member. The Church of Orion Radiance has assigned to me the duty of purging Mornstead of its Rogar blight and ensuring the ancient tyrant Adir knows no liberation from his enduring imprisonment. While the schism between the Church and Judge Cleric is of long standing, she and her hallowed sentinels, now perverted, did at least construct Mornstead's radiant beacons, which have prevented Adir's return for centuries. But now, you stand corrupted and on the verge of collapse.
It is to these five beacons you must turn your eye. Use the Umbral Lamp to cleanse them of Adir's destructive influence, and deliver salvation to a world on the brink of perdition. Rogar and Hallowed Sentinel alike will offer you no quarter, so remember, though Aureus' mercy is without limit, yours should not be. Bei dem, das ist doch ein Händler. Also der Handel zumindest Dan Meyer. Rogar and Hallowed Sentinel alike, what the Aureus mercy is without. Okay. Also. So. Was hat er gesagt jetzt? Ich hab gar nicht zugehört. Ich hab das eh nicht verstanden. Irgendwas mit Rogar, die Rogar und. Aber im ersten Teil, also nicht im ersten Teil, Quatsch, im Spiel von 2014 von Deck 13. Haben wir einen Kleriker oder was es ist bei uns gehabt, ne? Der hat uns ja auch unterstützt damals. Wo der Käse, der. Wie hab ich den Namen vergessen von dem. Den wenn wir gespielt haben. Heigert, der Hakone. Hardy Krüger? Nee, ich hab's vergessen. Ist ja egal. Ich rede mal mit. Genau oder Annie? Ich weiß es nicht, der. Kannst du da kennen, ne? Mit deiner schwarzen Hohe. By Aureus' divine will, I live again. It's a miracle. And to think I raised my sword to you, when all along you were a divine instrument sent by him to deliver my death and rebirth and bring clarity. Forgive me, Lampbearer. I'm Pieta of the Hallowed Sentinels. And as Aureus sustains me, so too will I sustain you. Whether by making manifest your potential or through my healing blood contained within the sanguinarix you carry. Should you find any saintly quintessences, bring them to me, and they can bolster the power of my blood further still. The beacons must be cleansed, the hallowed sentinels restored, and Adir's malignancy eradicated. Through whatever is to come, fellow chosen of Aureus, we stand together in service of him. Ach, da kann ich mal Fläschelchen aufwerden. Ist bei der, die hat uns so draußen das Leben zur Hölle gemacht. Ich meine, wenn die normal gefrucht hätte, hätten wir gleich sagen können, dass wir da sind. Um Adia, die heiligen Schreine, die fünf, zu finden und eventuell auch irgendwas mit anzustellen. Our holy work continues, Lampbearer. Ich habe eine heilige Quintessenz. Und wenn wir das jetzt aufwerten, haben wir 4 Ladungen. Und plus 20 20% Lebenswiederherstellung. Fellow sanctified vessel, may Aureus' divine radiance flow through me and into you. Du hast das kaputt gemacht. Okay, also. Was wolltest du noch was zu sagen? The beacons must be cleansed, the hallowed sentinels restored, and Adir's malignancy eradicated. Fellow chosen of. War's dann scheinbar. Ist heute aber Cesare da, ne? War da noch jemand? Bleibt ihr jetzt dahin oder geht ihr dann weiter? Alles wisch, ne? Steht auch noch einer, wer ist denn das? Wow. Groß, ja? Warum ist denn das so? Der ist genauso groß wie der andere. So, the Exactors found himself a new instrument. As Exactors are wont to do. And given that lamp was intended for me, should his paladin fall. And yet now here you are, lamp bearer. Well, it seems I was right to doubt the value of a dark crusader's work. I'm Stoneman, captain of the Fidelis. A group of good men and women who've made a stand against the madness which has possessed the rest of the Hallowed Sentinels. We made a vow to restore our order to its former glory, whatever the cost to ourselves. And by Judge Cleric's grace, we'll honor that vow. That heretical umbral lamp
and the Dark Crusaders are necessary evils in these dire times. As are you, it would seem. Perhaps our aims will align further. Or perhaps not. Ach, da konnte ich auch kaufen und verkaufen. Ist auch ein Händler, ne? Summoned. Der Hauptmann der Fidelitas. Noch einmal sprechen. That heretical umbral lamp, as are you, it would seem. Na gut, dann. Noch einer da, oder seid ihr zu dritt nur? Das kann doch wohl nicht sein, oder? Geht's denn so? Wir müssen auch noch die Treppe hoch. Da steht da noch einer rum. Oh, das wird oh, da, guck mal. Oh, ja. Das ist... Was ist denn das? Oh, da ist eine Brücke. Gehen wir aber nicht hier. Warte mal, ich frage mal den noch. Ah, that's it, isn't it? Oh, the lamp of immortality. And the genuine article. Not a useless, empty vessel like the one I saw that witless fool bumbling around with. I've learned a little since coming to Mornstead about that lamp and the awful mission to which it's attached. I hope you recognize that frightful burden for what it is. In truth, what's been done to you is downright cruel. Of course, some people are born into roles of tremendous responsibility. My name is Andreas of Ebb, esteemed scion of nobility, but far more than that, descendant of the great ruler Antanas himself. As proven by my family's book of lineage, for one. That's right. Through my veins flows the blood of the legendary hero who defied Adir and the Rogar and saved the whole world, only to be betrayed and murdered by a common criminal. So you'll understand a man of my pedigree cannot simply stand idle while an unfortunate victim such as yourself remains shackled to such a grim fate. Give me the lamp. And let me shoulder your burden, friend. What say you? No? It saddens me to see you bring such agony down upon your own head. I hope you see sense and reconsider. My offer stands as long as necessary. After all, what man of breeding would turn away from one so clearly in need? My offer, after all... Ja, du kannst die Lampe haben, du Ayako. Ich brauch's ja nicht. Ich will doch nicht in deinem Ding da rumlatschen im Dunkeln da. Was gehört Helga Gibson? Lutzt doch denn nicht so an. Die Ding über. So, jetzt bin ich natürlich wieder durcheinander. Weil ich hab einen Haufen Zeug. Oh, was? Ja, da haben wir ja neu. Ich hab einen Haufen Zeug zum Verkaufen. Wem kaufe ich denn das jetzt? Verkaufe ich denn dem? Er gibt's der Bedürftige, das kann sein. Was kann ich denn kaufen? You serve a higher purpose, Crusader. Anmeier ist es. Ah. Neophytendolch. Was ist das? Agilität, ne? Wahrscheinlich. Oh, da ist leicht. Prima, ja. Den kennt man immer, oder? Stärke 10, Agilität 10. Was ist das? Axt des Reinigers. Reinigt alles. Hammer des eines Predigers von Orius. Strahlen 13. Okay, und was kann ich. Babylon jetzt zwischen neu. So, ich habe zwei grobe Mangelachs. Die habe ich da von dem anderen beim Farmen, wie ich Kraft gefarmt habe, um aufzusteigen. Ne? Ich bin ja jetzt 27. Das ist brutal, oder? Und leicht, Belastung leicht. Was krieg ich denn da? 60 Kraft. Brauche ich die überhaupt, die Axt? Ich verkaufe sie. Kann ich da mehr verkaufen oder immer nur einzeln? Brauche ich noch nicht da. Was soll ich denn da damit? Ich heb mal eins auf, okay, falls. Auch muss ich mir das Auge zeigen. 678. Was ist denn das? Der Bekennerkolben haben wir A2, hebe ich auch einer auf. Spitze Stock hebe ich auch einer auf. Mit dem Schild. Weiß ich nicht. Was soll das heißen? Verbessert euer Strahlen, um mehr Einsicht zu erlangen.
Wow, da gibt's gleich 1000. Das könnte ich auch verkaufen, oder? Was sind das? Verderbten Ilgas, die Handschuhe. Aber ich verkaufe mal erst das, was ich doppelt habe. Oder mehrfach. Wo habe ich denn den her? Bekennerhelm. Vielleicht. Achso, das ist die Maske, die hat der falsch rum. Da verkaufe ich nichts. Achso, da kann man das einzeln noch einmal aufrufen. Ah. So, ich mache da jetzt erstmal noch die Runde und schau mir da jetzt das an, was die alles haben. Das zeigt dann wieder euch, wenn ich ein Gläbchen über. Glotzert der nicht so, oh, was will schon? Hör mal, was ist denn los mit dir? So, da vorne der, wie hieß der? Sandmeier, der hat jetzt nicht so viel gehabt, was ich gebraucht hätte. Also dem 1788 haben wir durch den Verkauf erreicht. Judgment. Ja, ich will. Was hat der Typ da? Schwert eines heiligen Ritters. Ist ja alles auf einen Blick, ne? Was sehe ich denn da? Recht leicht. Ja, und, aber... Und schon vergessen. Wollen sie schwerer, ja. Ja, besser. Das ist auf jeden Fall besser. Was ist das? Schwarzwälder Waldläufer. Agilität brauche ich. Bär der Monster Infanterie brauche ich auch nicht. Kann ich auch nicht nehmen. Schild der Monster Infanterie, das brauche ich nicht. Schild des Partisans. Schild eines heiligen Ritters. Also das mit der Einsicht, das könnte dann vielleicht mit der Lore zusammenhängen oder was? Mit der Hintergrundgeschichte. Mehr Einsicht und so oder weiter, was weiß ich. Ring der Pflicht. Erhöht die Vitalität und Beständigkeitsattribute. Das wäre interessant. 3000 Kraft. Wir haben die. Ein bisschen mehr wie die Hälfte. Was ist das? Pilgersitzschlüssel. Ein Schlüssel, der bestimmte Türen am Pilgersitz öffnet. Ja, und das andere ist. Raum, wo wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Our Immaculate Lady will bring Redemption. Ja. Warte mal, ob da auch noch einer steht. Könnte man jetzt gleich da sitzt, von mir aus er sitzt. Das ist unser Sessel, oder? Da war mal irgendeiner gesessen, aber. Oh no. Ich glaube, dahin brauchen wir die Lampe nicht. Waffenschlüsse. Aber da unten ist auch eklige Brühe. Brauchen wir jetzt nicht auch nicht hier. Gibt es da noch irgendeinen Ausgang? Vielleicht kommt da später noch einer, der ist vielleicht noch unterwegs. Freunde, was ist denn? Da sind wir hergekommen. Wo geht's da hier? Folterkammer. Ah. Kunsthalle. Keine Türe sind so. Schmiede, Eisern. Gewebe. Da macht ja keiner weg, wenn es nicht aufmachen kann. Wie wollen die da neu? Ja, was mache ich denn hier jetzt? Kann man die wenigstens aufmachen? Ist das jetzt nur zum Betrachten oder was? Kann man jetzt so keinen Reim drauf machen, ne? Oder die haben auch schon bessere Zeiten erlebt. Kann man da interagieren mit ihnen? Das ist die Schmiede. Kann man da so eine Waffe aufrüsten? Und das soll? Wir brauchen aber einen Schmied. Keiner von deiner. Ja, das ist ein Hauptmann und ein Kleriker, aber kein Schmied. Das ist so eine Art Nexus oder was? So eine Art Tafelrunde. Look at you, a dark crusader, a lamp bearer and a revenant to boot. Aren't you the multifaceted one? Well, we Fidelis aren't as fortunate. We tend to stay dead when we die. And Aureus knows enough of us have done just that. Anyway, like Nathaniel says, you keep looking back. You don't see the blade coming at your front. We set ourselves a task and we have to finish it. Best watch your step out there.
Mondstadt is a land awash in blood, both deserved and undeserved alike. Didn't this all say no? And don't know how it looks. That lamp you've got there is heresy, stranger. But then, seems it's getting harder to tell what is and what ain't nowadays. Ah, strange times. But in the end, there's right and there's wrong. And that never changes. And I hope for both our sakes you know the difference. But if in doubt, you heed the captain. He's never steered me wrong, much as he might think otherwise. But if in doubt, much as he might think otherwise. Die Handelmännchen sind nicht viel zu sagen. Ja gut, das sind das vielleicht NPCs, die man muss später dann noch rufen kann. Ja, beim nächsten Bossfight oder sowas oder beim übernächsten. Wollen wir nicht, oder? Da gehen wir mal her. Oh, Achtung! Es ist der Kerker. Da muss irgendwas auf die Lampe reagieren. Das ist Schmetterlinge, guck mal. Boah, wer ist denn das? Hotzeplotz? Nee, das glaube ich nicht. Räuber Hotzeplotz? Ja, da so ein Lämpel, aber das ist genau, das ist größer wie deins. Nee, das ist genauso gut. Ja, das wisst ich jetzt. Leute, ich wollte eigentlich oben, die Treppe noch oben erkunden und nicht mit dem Fuzzi da rumspielen. Da ist noch ein Lamp, die ist noch größer. Warte mal, dann sprechen wir doch mit dem. Da hast du mal. The lamp must be born until the favored child makes themselves known. Only then can the remaining carrion of creation finally return to the void. Aha. Ich kann die Laterne auch aufwerten. Warte mal, was hat denn der? Chosen bearer of the lamp. Like you, I serve. Kann ich nicht. Das könnte ich nehmen. Was ist denn das? Umbral Orb. Geht nicht. Der Schädel, der vor Kraft strotzt, gewährt sich zu 100 Kraft und kostet 3000. Okay, das ist. Das, ja, gut. Keine Ahnung, also von mir aus. Überreste Mutter. Ja, gut, da habe ich ja eine, ne? Krieg ich das doch nicht auch gezeigt? Wie viel das ich da hab? Überrest Samen, eine kleine scheinbar versteinerte Figur. Platziere sie an einem geeigneten Ort und einmal. Achso, das ist von Setzling. Ja gut. Until her embrace. Ja, Moment. So, achso, ich hab so ein, so Umbralauge. So, jetzt haben wir das also euch gesetzt. Aufwerten, Umbral, Hauptfassung für Umbralauge. Eine Seele Schinderladung, zwei. Kann ich nicht aufwerten? Geht nicht. Was sind flutlicher Meißel brauche ich? Ach so. Oder noch was zu sagen? Nee, dann auf Wiedersehen. Bist du wieder raus? Ich blick da jetzt momentan gar nicht mehr durch. Kaufen, was kann ich nur kaufen? Das habe ich, das Ding. Eins habe ich. Was mache ich damit? Spenden, was soll ich denn spenden? Aschfahl. Ich habe keine Ahnung. Und was ist das meins und was ist das auf der anderen Seite? Ich habe drei. Spenden, was kriege ich dann da davor? Ich habe dort drei Stück. Soll ich mir eins spenden? Ihr benötigt 10. Ja, dann. Und das andere, ne, da habe ich 15. Was ist denn das überhaupt?
Auge der Vergeltung nicht genügen, ja, dann lass es. Halt dann scheiß Dreck. Ja, kann ich da jetzt auch wieder raus, oder? Oder es gilt jetzt nur für den Raum da, oder wie ist denn das? Mir steht dem ja auch mal gerne in den Überzieher, aber ich glaube. Geht nicht, okay. Ja, Freunde, was ist denn los jetzt? Was liegt denn da? Okay, Freunde, jetzt sind wir mit mir scheißegal jetzt, was sie da auch vorhaben. Ich gehe jetzt ruhen. Und schau mal jetzt, was hat er gesagt gehabt, was wir da haben? Den Ring, den hätte ich gern. Buschkett, wo ist an? Was ist denn der hier jetzt? Nee, oder, Freunde? Der hat sich verpisst. Das ist doch eine Analyse, wo ist denn der hier? Ja, du bist doch super, ja. Naja, dann kann ich sowieso nichts hoch, oder? Da ist der da hoch jetzt. Scheiße, dann krieg ich den Ring nicht. Vielleicht ist er bloß auf der Klo, kann auch sein. Naja, geht's trotzdem noch einmal die Treppe hoch. Versuch das doch nicht durch das Loch fallen. Mal sind da runter, gehen wir da hoch. Das ist. Hä, was ist denn jetzt los? Hängen geblieben. Himmelsrastbrücke, ajo. Geht's raus, guck mal. So, da sind wir runter, die Treppe. In den Nexus. Und da gehen wir jetzt. Da gehen wir jetzt hoch. Alles klar da draus, oh je. Warte mal, waren da jetzt noch einmal Mutter irgendwo hier im Eck? Nee. Wir haben doch unser Ding aufgemacht, oh ja. Können wir das da wieder wegbauen? Das bräuchten wir jetzt nicht. Anker zwischen den Reichen. Ja, dann, wenn es nicht geht, dann geht's nicht, oder? So, ich bin mal gespannt, wo es da oben rausgeht. Da gehen wir bestimmt mit Auto. Achtung. Heiligen. Einmal heiligen. Kriegst jetzt automatisch. Bei allem anderen muss stricken wie ein Bläder. Und das kriegst du jetzt automatisch. Was ist ein Heiligen? Segne den Boden mit einem heiligen Siegel, das alle Verbündete, die es betreten, heilt und von ihren Statuseffekten befreit. Ja, das braucht Strafe. Kann man nicht? Okay, dann gehen wir weiter. Ne, da geht's gar nicht weiter. Ja, irgendwo muss es hier weitergehen, oder nicht? Da hätte man doch besser erst nach oben. Ja, du bist doch selber schuld, du willst immer erst nach unten. Wir brauchen irgendwas, wo wir dort durch die Tür rausgehen. Raus können, sonst gibt's hier nichts. Freunde, oh, da ist auch eine Tür. Kommt die Mama auf jetzt. Scheiße. Die haben wir, da war schon dreimal davor gestanden, okay. So, Freunde, ich mache erstmal einen Cut. Ne? Schneid mir das ein bisschen zurecht wieder. Und schau mich noch ein bisschen um. Guck, ob ich den anderen Heini noch mal finde. Und dann steige ich mal wieder ein, wenn ich einen Weg gefunden habe, wie ich da rauskomme. Okay? Okay, dann macht's gut. Bis dann.